So, meine Damen und Herren, jetzt kommt eine junge Frau, die Deutschlands neues Topmodel ist, kann man schon sagen, oder? Sie hat vor Jahren noch nur den dritten Platz belegt bei der Bravo Girl Wahl, ja, vor 17 Jahren. Und mittlerweile ist sie eines der erfolgreichsten deutschen Models überhaupt. Begrüßen Sie recht herzlich Eva Pattberg. So, erstmal hat man es ja eigentlich gut, ne? wenn man Model ist, beziehungsweise wenn man so gut aussieht. Man kriegt einfach Applaus dafür, dass man, da kann man ja eigentlich erstmal gar nichts dafür, oder? Ja, und man braucht auch nichts sagen für den Applaus. Man braucht einfach. Im Normalfall. Hier musst du was sagen für den Applaus. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Musstest ja. du was dafür tun für dein Aussehen? Bisher hast du dir viel Mühe gegeben oder? Gute Gene, sage ich mal. Also ja, aber du hast jetzt nicht irgendwie extra viel Sport betrieben, damit deine Figur in Ordnung bleibt. Du hast Uschi Glas Hautcreme benutzt, damit die Haut in Ordnung bleibt oder so. Genau, nee, also man kümmert sich schon so ein bisschen als Frau, ist ja klar, so ein bisschen meine Maske auflegen und so weiter. Aber ich mache jetzt keinen Sport oder so. In deinem Alter ist das, glaube ich, noch nicht so wichtig, oder? Nee, also. Wie alt bist du davon jetzt noch sagen, 24. Oder? 24. Man darf es noch sagen, ja. Das geht ja erst mit 25, 26 los. Genau, ich bin dann immer jetzt 24. Also wenn wir uns die nächsten paar Mal sehen, ne? Genau. Wir reden gleich weiter, wir machen erst ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Und danach sehen Sie auch noch, wie Elton sich mit Deutschlands Number One Transe Olivia Jones getroffen hat. Und Eva Pattberg bleibt natürlich hier, deswegen bleiben Sie dran. Bis gleich. Elton trifft Olivia Jones und zu Gast bei uns Eva Pattberg. Das habe ich richtig gesagt, ne? Du hast mal bei der Bravo Girl mit 15. Na? Jetzt hast du ja hier, dich für den Playboy ausgezogen, kann man nicht sagen. So richtig ausgezogen bist du ja gar nicht. Das ist hier. Nee, also vorne drauf jedenfalls nicht. Nee. Und ich habe auch immer irgendwie einen Schal oben oder. Ach so, warum? Oder ja, damit man nicht so ganz. Damit es nicht so kalt ist. Damit der Stylist was zu tun hat. Ja. Ach, guck mal hier, kannst du noch ein paar Fotos sehen? So sieht innen raus. Also wichtig, ich habe immer irgendwas an. Ja. Höschen aber immer angelassen, oder? Ja. Warum? Weil. Ist ja, nee, ich sag mal, ist ja im Playboy. Also im Playboy ist ja normalerweise so, dass man öfter ja auch. Ja, aber das machen ja nicht, diese Celebrity-Stories, sondern das machen dann die Playmates. Ah, okay. Und so. Also wenn du da hinten zum Beispiel reinguckst, da sind auch ein paar Friteure-Bilder, aber dann halt nicht von mir. Ah, okay. Ach, das ist schon ein Unterschied. Ja? Ja. Also ein qualitativer Unterschied. Also Playmate ist nicht so dufte wie Celebrity. Ja, schon dufte, also die Playmates müssen schon richtig blank ziehen. Ja? Müssen sie, glaube ich, auch nicht. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte jetzt hier das volle Programm, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gekriegt. Aber das wollte ich nicht. Ach so. Ja. Und du konntest schon aussuchen, auch irgendwie, welche Bilder, nachdem die geschossen werden, welche dann ins Programm kommen. Ja, also das war ganz nett. Also ich konnte mir halt die Fotografin aussuchen. Super. Guck mal, hier haben wir auch blinde Kuh gespielt zusammen während der Fotoaufnahmen, wenn man das mal kurz zeigen kann. Ja. Also wir haben echt Spaß gehabt, wie man sieht. Ne? Wo wurden die Fotos gemacht? Vor Paris, in so einem alten Schloss, wo es keine Heizung gab. Es waren 5 Grad draußen. Ach du Scheiße. Wir brauchen keine Eiswürfel für das Shooting. Ja, ist klar. Eiswürfel mit K.O.-Tropfen, meine Damen und Herren. So, du bist unterwegs, New York, Paris, London. Im Wesentlichen Laufsteg oder Fotoshooting? Da macht man ja auch mal Unterschiede, oder? Also ich habe am Anfang viel Laufsteg gemacht und jetzt mache ich das nicht mehr so gern. Also es macht schon noch Spaß, aber ich mache halt eigentlich lieber die Fotogeschichten. Ja. Und du machst Musik? Ich mache Musik, ja. Mit meinem Freund zusammen. Also jetzt weniger so groß kommerziell. Mit dem Freund zusammen, wusste ich gar nicht, dass Flavio Briatore Musik macht. Ja. Ja.
Lernt man solche Leute denn auch? Hast du den auch mal kennengelernt? Nee, den habe ich noch nicht kennengelernt. Ich habe, nee. Vielleicht besser so. Ja, glaube ich auch. Also. Und dann wird man immer zu solchen Partys eingeladen. Ich war letztes Jahr mal bei der Formel 1 und da trifft man dann gleich Leute, die sagen, ja, ich kenne ja auch den Flavio und die Heidi und so. Ach so, so geht das. Ja, ja. Also. Du wirst, wird man dann mit Heidi Klum oft verglichen? Nervt das? Steht nee, ja auch hier, also, die neue Heidi Klum. Was ja, heißt denn das? Ja, also ich finde, das ist ein Kompliment auf jeden Fall, aber ich glaube, ich bin ein ganz anderer Typ als sie. Also, das man definitiv. Kann uns da wirklich kann man, nicht, das, nicht vergleichen. Ja, eigentlich. Möchte ich hier auch mal positiv festhalten. Ja? Mit Heidi Klum ist so eine Unterhaltung eigentlich nach 2 Minuten beendet, im normalen Falle. Ja, ich kennst du sie selber? Ich habe sie ein paar Mal bei Schauen gesehen, aber ich habe sie noch nicht bei wirklich gesehen? Bei so Modenschauen und so weiter. Ja, okay. Aber ich habe mich noch nicht wirklich mit ihr unterhalten. Ja. Dass du da recht hast. Ich glaube, das hat da mal noch niemand. So, das ist diese Musik, die du machst mit deinem Freund zusammen, die gibt's auf CD gar nicht. Nein, die gibt's nur auf Platte. Die gibt's nur auf Platte. Also wenn Sie zu Hause, wenn Sie einen Plattenspieler haben, ist das vielleicht interessant für Sie. Und die kann man nur im Internet erwerben. Oder? Im Internet oder halt in auch so Plattenläden, also diese DJ-Läden, wo dann die DJs sich ihre... Was ist das? Kann man das sagen? Das ist so eine Art... Das ist so Clubmusik, elektronische... Tanzmusik. Also jetzt auch, du machst es auch gar nicht mit dem Anspruch, dass du sagst, ich singe jetzt besonders toll, sondern ja. Irgendwie, du gibst sozusagen... Nee, also wir machen das halt, weil es uns Spaß macht. Wir haben zu Hause das Studio hinten, also und wenn wir da abends Bock haben, dann gehen wir da rein und Niklas sitzt sowieso den ganzen Tag nur vorm Computer, mein Freund. Und was heißt denn zu Hause? Wo wohnst du denn? Also das ist jetzt in Thüringen, sage ich jetzt mal. Also das Studio wird aber dann aber demnächst mit uns nach Berlin ziehen. Ah, okay, aber du wohnst in Thüringen noch, ganz normal. Ja, also in Erfurt eigentlich. Ja. Und am Wochenende sind wir dann ganz zu Hause bei der Familie. Ah, okay. Ich leg mal eine Scheibe auf, okay? Seite A, erstes Seite Moment. A? Woran kann man das erkennen? Keine Ahnung. Hier steht das nicht gar nicht mal. Drauf. Was willst du denn hören? Soulback oder Milch und Honig? Umdrehen, andere Seite. Big City Club. Genau. Genau. Okay, jetzt lege ich die Scheibe mal auf und schmeiß den mal an. Wie geht das? Hier, Play. Ist eine große Taste, glaube ich. Lang nicht mehr gemacht? So, habt ihr denn CD-Spieler eigentlich noch zu Hause? Ja, wir haben CD-Spieler, ja. Okay, jetzt lege ich den Arm auf. Auf den Arm. Auf. Ja, ja, ja. Liegt den Arm, war ein kleiner Gag. Klingt aber auch schon gut. Ja, so, jetzt geht's los. Achtung. Was für eine. So, jetzt müsste eigentlich schon was kommen. Achso. Ah. Das ist zu schnell. Wenn man es auf einer richtig guten Anlage hört und auch noch eine andere Platte auflegt, dann ist es richtig. Nein, es ist so für den Dancefloor. Das stimmt aber, was die Eva sagt. Du kennst dich da ja aus. Nein, das stimmt auch aus, Eva. Ja. Ich hab da oben reingehört eben mal. Und das ist doch so, also so, wenn man im Club, wenn man ein paar drin hat, dann läuft das gut. Ja, das ist so eine Dance-Music. Ja. Und ich finde, deine Stimme klingt da sehr erotisch drauf. Ja, ist sie auch. Ja, ja, selbstverständlich. Ich hab ja überhaupt gar nichts anderes gesagt. Genau das wollte ich sagen. So.